La Na, Cartagena auch jetzt was auf den Kopf gekriegt? la Er ist auch auf dem Pissbot. Er hat gesagt, das lässt er von oben nach unten durchlaufen jetzt. la. Habe ich ihm eher in den Hals gepisst, da ist er ertrunken, du. Ja, wenn einer sagt, es brennt, ich zeig dir, was gleich brennt, ich piss dir ins Auge. Das brennt auch. Oh, guck mal. Holz-LKW. Ich und mein Holz. Lebt dann der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch. Da ist der kleine Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Mit so einer Sprühdose Fichtenspray riecht das auch, riecht das auch. Alter. Ja, überleg mal, du hast irgendwo Ey, das hingeschissen. gibt Aufnahmen, ey. Alter Falter, ich. Ja, überleg mal, du hast irgendwo hingeschissen, tust dann so ein Fichtenspray benutzen und dann riecht das, wie du im Wald geschissen hättest. Ja, eine geile Aufnahme. Alter. Und dann hören wir nur noch. Hatatatata. Erst die Quälerei da mit dem Berg. Und dann So. sowas. Kinder und Frauchen sind im Bett verfrachtet quasi. Oh, deine Frau Party. schon? Ja, die ist Hunde kaputt. Party. Müssen wir nur noch auf Katerchen warten. Der ist nämlich gerade pinkeln. Das könnt ihr auch noch schnell machen. Ja, genau, mach das eben. Wir warten ja. Wie lange muss der pinkeln? Na, wer weiß, ja, ich drücke da noch so ein Lenore raus. Ich sag das jetzt extra nicht, weil Sascha am Stream bist und du bist am Aufnehmen. Das wäre ein bisschen böse. Hat er einfach eine Aber die lange, Leute, die das kennen, die wissen es, was ich meine. dicke Kackwurst. Ja, du kannst auch Snickers zusagen. Steckst ein paar Nüsse noch mit rein. Oder Nutella. Oder so wie die Amerikaner machen, ein Maß und dann noch frittiert. Die stecken da wirklich in die Fritteuse, ne? Ja, klar. Ob das schmeckt? Ich würde das Wow. demnächst mal probieren. Ja, ich weiß das. Kommt da Blätterteig mit drum und dann ab in die Fritteuse. Entweder bleibt alles in der Fritteuse kleben oder. Ja. Manche hauen so sich so ein Snickers dann auf woanders rein. Nicht im Mund, sondern, ne? Nur um seinen Kumpel zu zeigen, guck mal, ich kann Snickers kacken. Ja, das denke ich mir auch. Ich habe jetzt in diesem Iveco, habe ich Alter, wirklich jetzt ist so ein Star das Wars im Bild, ne? ein So, ja. Knallauto. Ey Junge, bist du über Afrika am Klo gerannt oder was? Nö. Der hat euch bestimmt noch was zu essen gemacht. Nö. So, jetzt bin ich zum zweiten Mal zurück. Katerchen wieder da? Jo. Jetzt können wir noch. Ja, jetzt habe ich den Leitplankenschrupper vor mir. Cool, Auto hat diesmal gewartet. Nice. Das Auto War hat auch geil. gewartet. Ja, ich habe geblinkt und da blieb dann stehen mit Warnblinkanlage auf einmal. Ja, und Katerchen ist gerade fast reingekachelt in den. Nö, ich hab auf die linke Spur gewechselt. Eieiei. Mehr davon. Oh, mehr. Mehr. Ich glaube, Genau, mit mehr. FPS Mach einbrüche, ja. ruhig Käse da vorne. Ich nehme auch nichts auf. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich nehme auch nichts auf. Nein, nur nicht. Eben. Weiß doch, hier gibt es gar nichts zu sehen. Obwohl, das ist schon hart für Zucker. Der ist ja von allen Seiten gefilmt worden heute quasi. Deswegen hat er sich eben hinter mich gestellt. Das ist ja das letzte Mal. Ja, aber
habe zum Beispiel die Kamera. Ich kann die voll frei, ich kann ja auch rausgehen. Das habe ich ja letztes Mal gemacht und dann von oben aus der Vogelperspektive geguckt. Das nützt dann auch nur bedingt was, ne? Mhm. Komisch, ihr fahrt genauso 80 wie ich. Ihr haut mir alle ab. Nein, nein, ich nicht, bei einem Mann. Ich habe den Tempomat drin. Ich habe 80 auf dem Tempomat. Ja, ich auch. Ich 89. Oh, 80. Ich hatte gerade versucht, hinter den Jungs herzufahren und jetzt haben sie gebremst. Ja, ich bin jetzt gerade den kleinen Anstieg langsamer hochgekommen. Der ging bis 71 runter. Ist immer noch ein Iveco. Musst in die Eisen steigen. Nach der Tour muss ich aber aufhören, weil ne? FPS, die gehen immer weiter in den Keller. Bei ETS ist das ganz schön, bei ATS geht's. Keine Ahnung warum. Hey, pass auf. Da fahr weiter, da rennt sie ganz schnell in den Keller und holt sie wieder hoch. Ja, genau. Eimerweise. Eimerweise? Wie oft soll ich denn dann bitte runterkacken? Ja, das ist kein Problem. Gehst du zum Aldi und zum Eimer Strom? Nein, nein, Strom kann man so nicht kaufen. Doch, Batterien. Ist genauso wie wenn du jemanden sagst, gibst einen Eimer in Hand und hol mir mal flüssiges Gold. Er guckt dir erstmal an, hä, wieso flüssiges Gold? Er kackt im Eimer. Immer geradeaus. Also weißes Gold kenne ich. Ja, es gibt so vieles verschiedenes Gold. Ja, ne? Das weißes ist Gold, Salz. Und schwarzes Zucker. Gold kenne ich auch, das ist Kohle. Ja, oder Öl. Ja, Black Gold ist eigentlich Kohle, also Öl ist noch. Es gibt einmal schwarzes Gold und gibt schwarzes flüssiges Gold. Ne? Wenn du nur schwarzes Gold sagst, könnte das auch das andere sein. Ja, sagen wir es mal so: Es gibt ja auch noch. Es gab ja damals dieses geile Spiel. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Hätte ich hier die Ausfahrt verpasst? Kater hier die Ausfahrt verpasst? Fast. Es gibt ja, gab ja damals dieses Spiel Ölimperium, das war richtig. Ja. Angefangen auf dem C64 noch mit der Dallas-Musik davor. Gab es auch auf dem PC nachher. Und dann, wenn eine Quelle gebrannt hat, dann hast du ihn engagiert. Ted Redhair, der dann die Ölquellen mit Dynamit ausgesprengt hat wieder. Und dann musstest du ja den Bohrer da steuern, ne? Wenn du dann deine Bohrung gemacht hast. Ey, das war ein richtig geiles Spiel. Das war zwar irgendwie simpel, aber mit diesen Bildchen und so dazwischen, das war richtig gut gemacht. Ja, ist ja manchmal so. Wie gesagt, also wenn ich mein C64 noch hätte und das Spiel noch hätte, das würde ich heute, glaube ich, noch spielen zwischendurch, weil das einfach nur geil war. Oder war das der Amiga? Nee, auf dem Amiga. Jedenfalls, also Ölimperium war richtig gut. Jetzt, wo du es gerade sagst, die da vorne rasen so, ich bin da hinter denen her. Ich habe abgebremst. Pendel ich neu ein. Müssen wir eine Sonnenbrille rausholen. Ja, die Sonne, die ist ziemlich stark am Scheine. Ich hatte über E-Mails eine Benachrichtigung drin, Sascha, mit den Australien-Tacker, dass das wohl demnächst wohl erscheinen soll. Dass es auf Coming Soon umgeändert worden ist. Also das ganze lange wird es nicht mehr dauern. Ja, das finde ich gut. Also Australien-Tracker sieht zumindest sehr interessant aus. Mit so einem Fünferhänger durch die Wüste, ne? Pass auf, da machen die so eine Server-Technologie daraus, dass ETS, ATS und Australien und Alaska vielleicht auch noch dann immer zusammenfahren können. Das glaube ich nicht. Das ist ein eigenständiges Spiel. Ja, richtig. Man kann ja so Spiele auch verknüpfen irgendwie mit Servern. Ja, aber eine andere Engine und alles. Ja, und die Engine ist nicht das Problem, sondern eher die Hersteller. Aber das Australien soll ja ein Singleplayer-Spiel werden, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das Problem ist einfach, Australien hat weder was mit Europa noch mit Amerika zu tun. Da also könnte ein Multiplayer-Mod kommen, so wie am Anfang mit ETS und ATS, ne? Ja, richtig. Takasimpi brauchen wir ja neue Aufgaben, ne?
die Zukunft. Das wäre ein Grund, dann Tarkas MP zu installieren, aber nur, wenn sie das dann machen, dass du deine eigene Server erstellen kannst. So, ne, das Massenspieler drin fahren, das ist wäre idiotisch. Gibt's wieder Arsche, die dich nur rammen. Da dreht er sich herum. Dumm, die dumm, die dumm. Humpty Dumpty. Kennst du Humpty Dumpty? Upsala. Nee, das ist der von ja, Alice Paket im Wunderland, das Ei, was da auf der Mauer sitzt und immer Angst hat, runterzufallen. Humpty Dumpty. Scheiße. 840 Euro. Wow. Ich war gerade in der Autobahnabfahrt wohl ein bisschen schneller wie 50, 60 oder so. Die schlagen aber hier richtig gut zu, die Jungs. Und ausgerechnet ich, der weiß, jede Autobahnausfahrt normalerweise runterschleicht. Diesmal habe ich es mal gedacht, komm, ich sehe das selten mit dem Schlossgeil aus. Sieht so aus für euch, so ein rosa angestrichenes altes Schloss. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Soll das ein Wasserturm sein, dieses komische Ding? Könnte ein Atom sein. Oder ist das ein Atomkraftwerk mitten in der Stadt? Wow. Das wäre mal interessant zu wissen. Na? Links halten und zu spät gesehen, dass er abbiegen muss? So. Ja, das gucke ich aber mal nach. Uppsala sind wir, ne? Ja. Ja, mal gucken. Wenn wir nächste Mal fahren. Hier, in Uppsala gab es auch Loks, aber wahrscheinlich beim nächsten Mal dann nicht mehr. Aber es wäre ja noch eine, wenn es die Lok gibt, dann nehmen wir von hier aus nächste Mal die Lok. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Der Autofahrer denkt sich gerade nur, womit habe ich das verdient? Was? Ach, da steht ja noch ein Auto von vorne. Beim Reifen haben sich die Räder auf biege einmal rückwärts bewegt. Steht da alles. Jetzt habe ich hoffentlich alles richtig gemacht. Um hier reinzukommen. So schön ausgeholt. Das war ein Tuch. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung der nächste, ist bitte damit abgeschlossen. Der nächste. Nein! Mini-Monster hat gerade 2000 gewonnen. Ich glaube, die macht mit Entchen da. Ich glaube, die macht mit Entchen da so einen Wettbewerb, wer das meiste gewinnt. Glückwunsch. Die warten nur darauf, dass wir da mal sowas haben, was auf einmal 1000 Coins kostet, was sich dann auch lohnt. Ja, dann mache ich auch 3 Minuten Soundfall für die rein. Nur um die zu entwerten. So, ich habe irgendwie einen Levelaufstieg, glaube ich, gehabt. Du bist ein Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Wie gesagt, morgen kommt eine Nachricht, Geldentwertung. Aber wenn ihr weiter so macht, dann habt ihr bald mehr wie ich. Macht doch nichts, du sollst ja auch nicht viel haben. Nö, ich brauche ja auch nichts. Ich komme ja eh nicht dazu, was zu starten hier groß. Nur vorher und am Anfang und am Ende so ein bisschen und dann war es das auch schon. Am Sack vom Udo. Am Sack. So, ich gehe dann auch schon mal raus aus dem Spiel. Aber ja, bleib hier noch ein bisschen. Also ich mache das Spiel auf jeden Fall aus. Aber ich muss warten, bis alle soweit sind. So, dann haben wir schon mal Konvoi. Sitzung verlassen.